Herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir versuchen jetzt hier noch die Wissenschaftswaffe zu finden. Das haben wir ganz vergessen beim letzten Mal. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfliegen. Jetzt müssen wir hier einmal runter zu Glettis. Dann müssen wir bestimmt da einmal hin. Und hier rein. Ja, hier müssen wir rein. Ach, bei ihr ist das... If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Ich wollte dich noch was. Oder hat sie das im Angebot? I found a ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Da ist die Waffe. Würde ich sagen. Ist das die Wissenschaftswaffe? Handfeuerwaffe. Wäre was für ein Begleiter. Aber mehr auch nicht. Und können wir uns eh nicht leisten. Ja. Können wir uns eh nicht leisten, von daher ja, können wir es auch lassen. Da würde ich das Geld dann jetzt doch eher in die neuen Missionen investieren. Gut. Vielleicht können wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes tun. Ist auch ein bisschen die Frage, wie sehr die Gegner hier mitleveln. Das weiß ich gar nicht. Ob man jetzt hier auf der Level gebunden ist, was man so als nächstes tut. Oder ob man da die freie Auswahl hat. So, ja gut, Waffen aus der endlosen Leere. Alter, hat sich das wieder nicht gemerkt. Finde einen Säurereiniger. Roseway. Und Roseway haben wir doch hier auch schon mal. Oder? Haben wir da nicht das Notsignal? Ich würde sagen, wir gucken uns mal in Roseway um. Scylla. Phineas Labor. Wo ist denn dieses Roseway? So. Da er das Ersatzteil nie aus Roseway abgeholt hat. Weltraum. Ja, super. Wo ist denn dieses Roseway? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hat man nicht noch einen Auftrag aus Roseway? Nee, nee. Oh, hier, finde ein Sicherheitsterminal auf der Groundbreaker. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Ei, sorry, aber das ist alles ein bisschen unübersichtlich hier. Aber wo Roseway ist, weiß ich dann leider auch nicht. Bisschen ärgerlich, aber gut, dann muss ich wohl warten, bis uns dann die Level, die Quests dahin führen. Zu Phineas Labor kommen wir später sowieso noch. So, Ausweismodul. Tisch. Können wir da jetzt einfach reingehen? Ich
Ich speichere nochmal eben, sicher ist sicher. Wir brauchen das Terminal hier. Look at Shark. Welches Terminal? Na gut, aber wir haben erstmal hier ein bisschen Zeug, was wir mitgehen lassen können. Noch einen Modded-Ausweis, das ist nicht schlecht. Zeug verkaufen können wir eigentlich auch mal wieder. So, das hat sich doch schon mal gelohnt. So. Aber das Terminal, wie kriegen wir das Terminal? Ach, wir müssen hier rein. Nee, da kommen wir aber auch nicht durch. Müssen wir mal kurz raus. So, die Frage ist, wie kommen wir an das Terminal ran? Wir können nicht hacken. Dann muss hier noch irgendwo was rumliegen. Da liegt nichts. Kommt man da wirklich nur mit Hacken ran? Also mit Tür öffnen? Schloss knacken? Das wäre aber enttäuschend. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Besiegelt. Versiegelt. Versiegelt. Hallo. Ich weiß nicht, wie gut es ist, mit denen zu reden. Hey, Bounty Hunter. You're welcome here anytime, so long as you ain't loitering. Die erkennt mich sogar. Nehmen wir mal an, ich möchte einen Vorfall melden. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? Ach, ich kann Felix anschwärzen. Im Moment noch nichts. Bit of a contradictory one, ain't you? Or were you making an ill-attempted joke? Well, I suppose it ain't a crime to change one's mind. You need me, you know where my offices are. Okay, das ist interessant. Wir können Felix anschwärzen. Da kommen wir auch nur mit 35 rein. Komm hier nicht rein. Hier ist noch irgendwas drin. Der geht da leider auch nicht rein. Oh. Nee, keine Ahnung. Haben wir noch einen von unseren Begleitern? Die Schloss knacken können ansonsten. Können wir noch mal eben gucken. Na, sorry, dass das jetzt hier so ein Hin- und Her-Gerenne wird, diese Folge. Aber ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen, ohne den Schlossknackenwert. Das heißt, wir müssen dann doch Schlossknacken nochmal leveln, weil anders geht's nicht. Das ist ja auch blöd. So, kann ich jetzt gucken, was die können? Fähigkeit, schnell ziehen, Vorteile,
Nee, die kann das nicht. Lügenmedizin, Technik. Genau, Felix kann überzeugen, schleichen, Schloss knacken. Avati kann Schloss knacken. Perfekt, das heißt, wir nehmen Felix und Avati mit. Und dann sollten wir durch die Tür kommen. Gerade so ein bisschen am Ruckeln gewesen. So. Nächster Versuch. Okay, das klappt noch. Er kriegt das hoffentlich jetzt nicht mit. Jetzt können wir knacken. Oh. Hab nichts gemacht. Der ist mir zu aufdringlich. Dann gehen wir halt hier hin. So, Terminal benutzen. Datenmodul mit Aufzeichnungen der Andockstation auswerfen. Sehr schön. Beschlagnahmte Waren. Festnahme eines Freischaffenden, der ausweichende Antworten über seine Geschäfte gab. Beschlagnahmung seiner Besitztümer, während er auf seine Befragung wartete. Modifizierte Pistole, Joch, Axt, Metallreifen, Groß, Gebetsperlen, OWD, verschlossener Behälter, Eigentümer, verweigerte Begutachtung. Er floh, bevor wir zur Sache kommen konnten, hat sein Zeug zurückgelassen. Es wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt, was vermutlich nicht passieren wird. Ja gut, wir haben es jetzt auch mitgenommen. Sicherheitsprotokolle. Subleit hat ein Gebot für eines unserer beschlagnahmten Schiffe abgegeben. Sogar ein ziemlich großzügiges. Verhandle um den üblichen Finderlohn und gib dann Lilia ihren Anteil. Schlägerei in der Lost Hope. Freischaffende gegen Vorstand. Die Freischaffenden haben gewonnen, habe einen Frachterkapitän mit mehr Bits als Verstand festgenommen. Hawthorns Schiff beschlagnahmt auf Befehl von Udo Bedford. Immer noch keine Ahnung, warum sich Hawthorne mit dieser Vorstandsschlange abgibt. Ein Kerl aus den hinteren Buchten hat den Mondjungen vermöbelt, total durchgeknallt, hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten würde. War unfassbar high von dem Zeug, das McRat dort unten anbaut. Aber eine eidesstattliche Aussage, dass McRat im Rest and Go gesichtet wurde. Nicht, dass irgendwer das bestätigen würde. Erinnerung, Gladys im Auge behalten. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Und dann können wir jetzt hier dem Vicar... Ach, den hatte ich jetzt ja nicht mitgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder an Bord gehen. Und dann sollten wir ja durch sein. Und dann können wir als nächstes nach Scylla reisen, weil ich glaube, wir wissen nicht, wo Rose ist. Tja. Traurig, aber wahr. Aber wir werden da noch hinkommen. Bin mir sicher. So, was Max? Der ist oben. Guten Tag. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Du hast einen Moment gezögert, Vicar. Was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Das scheint mir alles verdächtig einfach. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Klingt gut, brechen wir auf. Gut, also da haben wir jetzt also auch einen neuen Hinweis auf Monarch. Monarch kommt jetzt aber auch sehr bekannt vor. Ich weiß noch nicht warum. Finde den Gelehrten. Monarch ist hier. Aber ich glaube, wir werden erstmal nach Scylla reisen. Du,
Sylla. Genau. Hier gucken. Ne, T war das. Groundbreaker. Ach genau, da haben wir die anderen noch. Genau, wir werden jetzt aber nach Sylla fahren. Landeplatz von Sylla. Destination reached. Sylla. Sehr schön. Da werden wir. So, dann nehmen wir mit den WK aber wieder. Und Felix. Ich glaube, das ist ansonsten eine ganz gute Mischung. Hui. Aber doch, mich wird immer so. Can't walk 5 meters without stubbing your toe on a loose rock here. Erster Blick ist immer so, hui, 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 hui. Hier runter. Das ist ein Fahrstuhl. Ja. Können wir mal auf die Karte gucken. Oh, das ist. Nee, das ist lokal. Und ich glaube, es gibt nur lokal. Oh, das ist ja niedlich. Platz von Sylla entdeckt. Das ist echt alles hier? Naja, wie gesagt, kleine Karten sind ja auch mal ganz nett. Da laufen irgendwelche Viecherchen rum. Wir müssen dringend mal so Schrott verkaufen, den wir eben gerade eingesammelt haben. Das ganze beschlagnahmte Zeug. Vielleicht werden wir das ja hier auf diesem Asteroiden los. Umschlossen gepolsterter Helm. Das macht mich doch hier gleich schon wieder neugierig. 9. Okay, wir haben 21. Felix hat keinen Helm. Ja, bitteschön. Und dann sind wir, glaube ich, gleich einmal ja über die komplette Karte gerannt. Oh. To shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now and you might get out of this alive. Can we hurry this up? Ach, die wollen uns doch töten. Schade. Ach ja, die Flammenwerfer-Gang ist hier wieder am Start. Und er hat den Granatwerfer, was auch sehr cool ist, wenn er nicht gerade auf mich schießt. Das war noch nicht. Schaden hier? Wofür mache ich gerade 0 Schaden? Brauche mich gar nicht. Ja, Felix passt gut rein. Der passt richtig gut rein. Multiple fractures, lacerations and untreated burns detected. Signs indicative of sudden violent crash landing. Yep, that's me. No big deal. Just shrugging off my injuries as I stroll away from another flaming impact crater. Also detecting constipation, hair loss, reduced fertility due to tight trousers. Recommend stimulant injection. Hair loss? You take that back. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Captain Arion, nehme ich an. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Nein, ich kenne keine Wanda. I wager she told you to say that, the sly old bird. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these Automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Eine Idee, hinter was diese Piraten her waren? Meds, I'm guessing. Pirates love bits. And unlabeled meds are worth a bundle.
Was wirst du jetzt tun? Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm as skilled a mechanic as I am a violence resolution expert. Then, to the groundbreaker. Better late than ever, I say. Unless you're very late, then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. Das war's schon hier. Einmal hin, Banditen, fertig. Okay. So. Ja, dann machen wir doch vielleicht mal hier Tarnung rein. Schlossknacke nochmal ein bisschen höher. Ja, gehen wir jetzt hier hin. Hätte ja gerne einschüchtern, auch auf 50 jetzt gehabt. Belügen auf 60. Aber wir machen es mal so. Mehr ist da auch gar nicht zu machen. Naja. Ne, mehr haben wir ja nicht zu tun. Also, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Da hinten mal hinlaufen, gucken, was da noch ist. Was da so geht. Oh, ich habe einen dieser vorher gesehen. Das hier ist ein Planet Maker Upper? Terraformer, das ist das Wort. Du kannst nur vorwärts oder backwards als Gesellschaft. And I, for one, fully support our progressive efforts. Hier muss doch noch was gehen, oder? Logbuch des Captains. Unabhängiger Frachter Cats Meow. Unsere Scanner haben nahe Scylla Bewegung entdeckt. Seitdem nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass uns irgendwas verfolgt. Die Maschinenraum habe ich gesagt, wir sollen die Aggregate runterfahren und die nächste Stunden kalt laufen. Damit sollten wir wie x-beliebige Weltraumtümmler aussehen. Sollten. Berühmte letzte Worte. Ich weiß. Warum denke ich nur, dass uns da draußen irgendwer aufs Korn nimmt und genau weiß, worauf er achten muss? Wenn das wahr ist, sind wir schon tot. Schrottrobotereinheit. Heads up! Ihr habt keine Chance. Wow. Wo ist er hin? Da ist er hin. Ja, okay, der ist schon ein bisschen heftiger. Ja, das muss ich nachladen. Ich glaube, ich muss viel dichter ran, nicht? Eher eine Nahkampfwaffe hier. So. Kein Problem. Wir gucken uns hier natürlich nur rum, ne? Ist ja wohl klar. Na, wen habt ihr denn da noch gefunden? Was hier für Schaden? So, den haben wir wohl. Haben wir den? Nee, die sind beide down. Jetzt ist es du oder ich. Fechtentutorial, hat deine Schwäche gefunden. Auf deinen Abenteuern können deinem Charakter Dinge passieren, wegen dem ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Du hast die Wahl. Schwäche gegen Plasma. Du hast in der Vergangenheit zu viele Verbrennungen erlitten, was deine Widerstandsfähigkeit gegen Schaden durch Plasma nachhaltig verringert hat. Plasmaschaden erhält plus 25%. Dafür kriegen wir einen Vorteilspunkt. Ich glaube, nee. Das klingt jetzt irgendwie nicht so überragend. Dafür einen Vorteilspunkt. Dafür weiß ich auch gerade zu wenig, wie uns dieser Vorteilspunkt vielleicht helfen könnte. Kaufsautomat, aber ich kann ja nicht verkaufen. Ja, ich weiß, wir müssen hier gar nicht hin, aber irgendwie... ist der Entdeckerdrang in mir geweckt. Da ist noch einer. Ah!
Ah, der schließt dann noch. Ach, da ist noch einer. Well done. We're still alive. Ja, okay, Felix braucht eine bessere Waffe. Das steht wohl mal fest. Versiegelt. Ja, aber ansonsten. Da ist dann schon vorbei. Ein Wüstling. Viele Wüstlinge. Aua. Aua. Ich glaube, die sind ein bisschen zu krass für uns. Oh, ich glaube, unser erster Tod. Kann das sein? Oh, und ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gespeichert habe. Hm. Okay, hat hier automatisch gespeichert. Ja gut, dann werden wir die Wüstlinge halt nicht bekämpfen. Dann begeben wir uns damit zufrieden, dass wir können ja jederzeit hier wieder herkommen. Hm. Dann zurück zu Unreliable. Ist ja schön, dass man auch direkt reinspringen kann. Und wir uns den ganzen Rückweg ersparen. Wo bringen wir das noch weg, diese Quest, würde ich sagen. Jetzt zurück zu Groundbreaker. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Gut. Das war jetzt eine schnelle Quest. Sehr schön. Die schnellere Sprintgeschwindigkeit können wir uns auch nochmal gönnen. Ich merke jetzt irgendwie auch, dadurch, dass wir Gen geskillt haben, keinen großen Unterschied mehr zum Sprinten. Gut, dann hoffe ich doch, dass sich dieser Job jetzt gelohnt hat. Ja. Were I a gambling woman? I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Gut. Ruf erhöht. Plus 3500. Haben wir diese Quest jetzt eigentlich schon bekommen von der Tante? Oder weil ich da nicht nachgefragt habe, müssen wir da nochmal hin? Ich würde das gerne nochmal eben rausfinden. Nee, hier sind wir falsch. 1200 Bits haben wir bekommen. Achso, warte mal. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of Spratwurst cooking. They're terrified to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Wir handeln erstmal. Fresh from the grinder, any hour. Verkaufen. So, da schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Nicht alles. Schrott. Z-Schrott verkaufen. Perfekt. Jetzt haben wir 4306. So, wo war denn das? Da war das. Weil ich vermisse irgendwie ihren Auftrag hier. Gracious. I was just sitting down for tea. Also, was dieses Angebot angeht. Yes, dear. Which offer were you interested in? Wie soll ich denn bitte an 10.000 Bits kommen? Das ist ja unverschämt. You could always try your hand at landing in Cascadia, if you're interested in dying horribly. Wie schrecklich? Pick your poison. Marauders, wild beasts, acid lakes, bottomless sinkholes. If you're looking to die, Cascadia is happy to oblige. Dann vergiss es. Might be best to, yes. Suit yourself. Ich wollte über diese Geschäftsgelegenheit mit dir sprechen. Yes, dearie. Was soll ich nochmal erledigen? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came. Ah ja, Roseway, genau. And ferret out some tasty corporate secrets for old Gladys. Shouldn't be too tough for a lass like you, I'd think. Gut. Anytime, sweetheart. You know where to find me.
Gut, dann müssen wir ja nur nach Roseway. Wo ich immer noch nicht so weiß, wo Roseway jetzt ist. Kannst du in der Nähe von Gegnern nicht schnell reisen? What? What? Dann gehen wir halt zu Fuß. Ne, müssen wir mal gucken, wo Roseway ist. So wurde mir das gerade nicht angezeigt. Fragen über Fragen. So, fliegt nach Roseway. Typhon können wir nicht hin. Grad 2. Edgewater, da waren wir schon. Monarch. Achtung, Gefahr, Landeplatz von Cascadia. Okay. Wir können nicht nach Monarch. Nach Roseway. Das Notsignal. Jede Aufnahme ist jetzt des Notsignals auf deinem Schiff an. Alles klar. Machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.